Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Finale des Project Empties, was ich mit der lieben Doreen gemacht habe. Ihr Kanal und auch ihr Video ist oben einmal in der Infocard verlinkt, sowohl auch in der Infobox und natürlich auch am Ende des Videos. Und ich würde jetzt einfach sagen, ich starte. Wir haben ja insgesamt 35 Produkte mit ins Projekt genommen und ich hatte ja schon sehr, sehr gut aufgebraucht im letzten Monat und deswegen habe ich nicht mehr so viel gehabt. Ich hatte noch 9 Produkte zum Aufbrauchen und ich zeige euch die Produkte jetzt, sage, ob ich sie aufgebraucht bekommen habe oder nicht und würde einfach sagen, ich starte jetzt und zwar starte ich mit dem Shampoo, was ich noch drin hatte. Das war von Garnier Wahre Schätze, das Langhaarschatz-Shampoo für langes Haar und brüchige Spitzen. Das hatte 171 Gramm beim Update und jetzt hat es noch 75 Gramm, also habe ich hier 96 Gramm aufgebraucht. Das ist also komplett leer. Ich mag das gerne, also es hat einen total schönen Duft. Ich liebe diesen Duft. Aber ich fand es tatsächlich mal besser. Also das gab es ja mal, als es noch Natural Beauty hieß. Da fand ich es besser. Aber der Duft ist immer noch toll und man kann es auf jeden Fall verwenden. Dann habe ich natürlich noch die Spülung mit drin. Und zwar aus derselben Serie hier die Spülung. Die hatte 147 Gramm beim letzten Update. Jetzt noch 51. Also habe ich hier auch 96 Gramm aufgebraucht. Die mag ich auch, wie gesagt, ganz gern. Die macht die Haare einfach kämmbar und hat einen tollen Duft. Also ich mag die Serie ganz gern, würde die mir aber nicht nachkaufen. Und dann hatte ich hier noch die Kur zum Aufbrauchen, die große Kur. Und zwar ist das von Glisskur gewesen, die 1-Minute-Kur. Life is too short to wait. Und zwar ist das meiner Meinung nach einfach die Total Repair-Variante. Die hatte 97 Gramm und jetzt noch 51 Gramm. Also habe ich hier 46 Gramm aufgebraucht. Die war ja eben auch schon fast leer beim letzten Update. Habe ich mal immer mal wieder zwischendurch zum Shampoo verwendet und finde ich gut. Würde ich mir aber, glaube ich, nicht nachkaufen. Ich bin nicht so der Fan von den Glisskur-Haarkuren, weil ich finde, die haben jetzt nicht so eine starke Kurwirkung. Deswegen kaufe ich da lieber andere Kuren. Dann die Handcreme, die wir mit drin hatten, war von Balea. Die Berry Flower Handcreme, die habe ich auch aufgeschnitten, wie man sehen kann. Also die ist komplett ausgekratzt. Das war hier die, wo von beerig zu blumig wechselt für trockene Hände. Und die hatte jetzt in dem Fall noch 56 Gramm. Jetzt hat sie 14 Gramm, also habe ich hier 42 Gramm aufgebraucht. Ich mag die ganz gern. Ich mag aber die Vanilla Juice Variante vom Duft her lieber. Und ich muss sagen, dass ich es als Handcreme irgendwie ja, ein bisschen doof finde, weil man halt den Duft zwar riecht, aber man ja mit den Händen doch mal die Hände wäscht oder irgendwas abwischt oder was trinkt oder sonst irgendwie was und die Handcreme einfach überall dann hängt und man diesen Duftwechsel eigentlich gar nicht so wahrnimmt. Also ja, würde ich mir jetzt nicht nachkaufen als Handcreme. Dann die Lippenpflege, die ging nicht leer. Da hatte ich letzten Monat 9 Gramm und jetzt 7. Da habe ich also 2 Gramm aufgebraucht. Ist also ein bisschen was weg. Ist aber immer noch gut was drin. Also das hat ja hier 4,2 Gramm. Das heißt, ja, da ist noch ein bisschen was drin. Und mag ich sehr, sehr gerne. Also der ist total pflegend, der schmeckt total angenehm, der ist nicht zu künstlich. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch eine Seife mit drin gehabt. Und zwar von Palmolive Luminous Oil, die Seife. Die hatte jetzt 293 Gramm. Die hatte ich ja noch gar nicht verwendet den letzten Monat. Und jetzt hat sie 35 Gramm. Also habe ich 258 Gramm leer gemacht. Die ging recht schnell leer tatsächlich. Ich mag die aber sehr, sehr gern, weil die nicht austrocknend ist. Ich habe die am Ende dann ausgewaschen, weil man sieht, glaube ich, ganz gut, dass hier der Schlauch gar nicht bis ganz unten geht. Deswegen habe ich die ein bisschen verdünnt und dann halt immer so mir auf die Hand gegeben. Finde ich sehr, sehr schön, hat einen tollen Duft. Ich würde die mir auch nachkaufen. Ich mochte aber auch ganz gern diese Handseife und Lotion-Variante. Mal gucken, was ich mir nachkaufe, aber die fand ich wirklich, wirklich sehr angenehm vom Duft her. Dann hatte ich ja noch das, ja, Deo-Spray drin, das habe ich auch nicht aufgebraucht. Da habe ich ja schon, glaube ich, im allerersten Video gesagt, dass ich nicht glaube, dass ich das leer bekomme. Und zwar von Balea das Deo Body Spray Cozy Thailand mit Kokosmilch und Lotus. Das hatte 160 Gramm, da hatte ich ja letzten Monat nur 3 Gramm aufgebraucht. Jetzt hat es 99 Gramm, also habe ich 61 Gramm aufgebraucht. Es ist einfach so, dass ich das halt als Deo eigentlich gar nicht verwende. Ich habe mich aber wirklich dazu gezwungen, quasi das jeden Tag so ein bisschen zu sprühen. Ja, in meinem Zimmer, damit es gut duftet, weil als Deo verwende ich es halt einfach nicht, weil da verwende ich halt im Sommer welche mit Aluminiumsalze. Aber der Duft ist toll und ich sollte mir wirklich mal angewöhnen, nicht so viele Deos von Balea zu kaufen, die ohne Aluminiumsalze sind, weil wie gesagt, eigentlich verwende ich sowas gar nicht. Dann hatten wir noch die zwei Duschgele drin. Da sehe ich jetzt gerade, hat sich in allem noch was angesammelt. Das habe ich tatsächlich vorher nicht gesehen. Und zwar von Nivea Lemongrass and Oil einmal.
Das ist diese hier, seht, da ist noch ein bisschen was drin. Das werde ich jetzt einfach verwenden, um meine Hände da noch zu waschen. Das zählt für mich jetzt als aufgebraucht. Da hatte ich 154 Gramm, jetzt noch 59 Gramm. Also habe ich 95 Gramm aufgebraucht. Ich mag das sehr, sehr gern. Ich liebe den Duft. Das ist ein total schöner, frischer, richtig, richtig toller Duft. Ist mittlerweile von Nivea auch meine Liebste hier mit dem Öl. Ich mag die Frangipani-Variante nicht mehr so gern. Aber die Lemongrass finde ich genial und die mag ich sehr, sehr gerne. Dann noch einmal hier Nivea Pflegedusche Sommerliebe mit Bambusmilch und Orangenblütenduft. Die hatte 138 Gramm und jetzt noch 46 Gramm. Und da habe ich insgesamt 92 Gramm aufgebraucht. Mag ich sehr, sehr gerne. Ist eine LE auch. Ich glaube, die gibt es aber jeden Sommer. Zumindest jetzt die letzten 3 Jahre. Hat einen total tollen, schönen, ja, Orangenduft. Mag ich sehr, sehr gern. Sehr cremig, sehr pflegend. Ich liebe die Nivea Duschen und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ja, das war alles. Also ich habe alles aufgebraucht, bis auf eben die Lippenpflege und das Deo. Also habe ich von 35 Produkten 33 Produkte aufgebraucht. Und ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall. Ich habe viel geschafft. Bin ich auch sehr, sehr froh drum. Es ist wieder ein bisschen was weniger geworden. Und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Ich werde demnächst nämlich auch so ein kleines, ja nicht Projekt, aber so eine kleine neue Videoreihe auf meinem Kanal starten. Da werdet ihr auf jeden Fall noch mehr erfahren. Aber jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.